Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen endlich mal wieder zu einem Let's Play hier bei Hunter und Kron, oder? Es ist Ja, das Gefühl eine ganze Weile her, zumindest, dass wir Let's Plays gedreht haben. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen wird es Zeit und da habe ich gedacht, ja, was gibt es Schöneres als ein echtes Duell zwischen den Schergen des Bösen, die natürlich du verkörperst, Ja, lieber Hunter, natürlich. und den Schergen des Lichts. Also ich bin die Burghelden. Ein Dreierteam bestehend aus einer Jägerin, einer Zauberprinzessin und einem Waldbot. Und du bist ja die Katakombenhelden bestehend aus einer, Ja, ich weiß es nicht. Sturmkönigin, Attentäter und Marodeur-Bot. Ja, das siehst du mal. Das Ganze ist, wer es gar nicht kennt, es ist ein Schnipsspiel im Katakomben-Universum. Katakomben ist schon ein Schnipsspiel, das schon beim Schwerkraft Verlag auf Deutsch erschienen ist. Es hat ganz sein Original bei diesen Catacombs. Da wurde dieser Schnippspielmechanismus erfunden. Da hatte das aber noch so ein ganz düsteres, wirklich düsteres Gothic-Setting. Und dann kam Katakomben eben mit diesem fantastischen, wie ich wirklich finde, richtig coolen, unverwechselbaren Grafikstil. Ja, bin ich schon längst schuldig, euch das vorzustellen. Und um euch die Hoffentlich Wartezeit zu bald. verkürzen, habe ich ja jetzt Katakomben und Kastelle, das ist tatsächlich das neuere Spiel und es ist keine Erweiterung, sondern ja, ein Standalone, kleineres Grundspiel, das aber gleichzeitig eben diesen neuen Teammodus einführt. Man kann aber auch dieses Spiel hier im Katakombenmodus spielen, wo dann einer der Böse ist, der dann lauter Monster und so weiter hier, Hier lauter sieht man das, die Monsterscheiben werden wir alle gar verkörpert. nicht benutzen, Ein wie Großteil schade, davon sehen wir jetzt gar nicht, genau. ja. Und die anderen Spieler halt. Ja, die Helden halt spielen, die dann da sich in den Dungeon hineinwagen. Das ist das, was Katakomben eben ausmacht, ja, dass man da wirklich einen epischen Dungeon Crawler als Schnippspiel spielt. Was wir hier jetzt machen, ist ein wirklich schnelles, hoffentlich schnelles, wenn wir gut schnipsen, Teamspiel. Ja, jeder von uns hat eben, wie gesagt, drei Helden, die haben einen gemeinsamen Lebenspool von 8 Lebenspunkten und es geht darum, einfach das gegnerische Team auf 0 Leben herunterzuschießen. Und das werden wir jetzt auch tun. Ich werde gar nicht alles hier erklären, was hier ist. Ihr seht, jeder Held hat hier so drei verschiedene Karten nochmal bei sich liegen. Aber wichtig ist erstmal die Karte, die direkt unter dem Helden liegt, weil da ist die Standard-Schussfolge jedes Helden abgebildet. Jeder Held hat zwar noch zwei Spezialfähigkeiten links und rechts liegen, aber die müssen erst mit Treffern im Laufe der Partie aufgeladen werden. Das sieht man hier, sind so zwei Felder. Da wollen erst Lebenspunkte des gegnerischen Teams hingelegt werden, Vernichtet damit man die sie! dann benutzen kann. Und diese Standard-Schussfolgen sind auch nicht so kompliziert, wie sie aussehen. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an Ja, bitte. und dann seht ihr, was Sache ist. Ich aktiviere jetzt einfach meine Zauberprinzessin, dann tappe ich sie im Hand. Das darf ich gar nicht sagen. Darf ich tappen sagen, ohne eine Rechnung zu kriegen? Muss 50 Cent jetzt ins Wizard of the Coast Schwein werfen Ja, bitte. und ihnen dann quartalsmäßig Geld überweisen. Ich aktiviere meine Zauberprinzessin und die Standardschussfolge ist bei der ein Frostschuss, das ist ein Fernkampfschuss. Jetzt nehme ich die Frostscheibe. Hier ist meine Zauberprinzessin. Ach so, übrigens, das stimmt gar nicht ganz, was hier ist. Wir haben einen Teil vergessen, der auch noch zum Spiel gehört. Den will ich nicht überspringen. Das heißt, wir spulen nochmal kurz zurück und dürfen jetzt abwechselnd hier Hindernisse Irgendwohin, hinsetzen. Du darfst also mal gar nicht anfangen. thematisch hier Ja, unbedingt aber da. Achtung, also in jedes Viertel kommt erstmal eins. Wir haben vier Okay. verschiedene Viertel. Und erst wenn die alle voll Ich mache sind, trotzdem hier den thematischen ich Turm. mache mir mal eine Schutzmauer vor. Die dürfte ich Ja. so oder so Das heißt, hier hinsetzen. dürfte ich jetzt gar nichts mehr hin, aber du hast Doch, sie. doch, hier ist ja noch ein Ah ja, Viertel. hier, alles klar. Guck mal, dann mache ich dir das einfach nach. Hier diese So eine echte Bastion. Burgmauer. Ja. Und jetzt finde ich ganz thematisch, dass hier wirklich ein echter Baum steht. Und jetzt kann halt doppelt irgendwo was rein. Dann mache ich mal noch. Und Gut. jetzt spulen wir davor und ich bin dabei, habe meine Zauberprinzessin aktiviert. Der Standardschuss ist wie gesagt eben ein Fernschuss zuerst. Da ist die Reihenfolge wichtig, das kann ich mir nicht aussuchen. Und ja, jetzt habe ich ganz schön zugebaut, aber theoretisch könnte ich natürlich versuchen, dir direkt das so ein Blizzard geradeaus um die Ohren zu hauen. Badau! Hat nicht geklappt. Und die meisten Schüsse, also da bleibt jetzt natürlich kein Schneesturm liegen, das heißt, er hat mich getroffen, ist wieder weg. Und als zweites darf ich mich entweder bewegen oder so ein Netz schießen. Das wäre wieder ein Fernschuss mit einem Spezialeffekt, dass er dich festklebt, aber ich finde, ja, ich Das werde kannst du erstmal glatt mal versuchen, vergessen. ein Stückchen. Na toll.
Ja. Versteck sich da hinten. War schon ein fantastischer Anfang. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Ich werde mal was anderes aktivieren. Ich werde mal den Attentäter aktivieren. Der hat die Schussfolge zuerst sich bewegen, dann entweder so den Schuriken werfen. Mhm. Oder Nahkampf, das heißt, sich mit sich selber angreifen. Ja, ich probiere es einfach mal. Das heißt, ich bewege mich. Achtung. Ei! Ganz bisschen zu wenig. Na, verdammt. Na gut, und jetzt versuche ich mit dem Shuriken. Das kann ich ihn aber hier hin tun, oder? Das darf genau, ich, oder? Du darfst den bis zu 2 cm heißt das, glaube ich. So. Okay. Okay, um deine Scheibe verteilen. Ei. Gott sei Dank, ist hier abgeprallt. Das ja. Hindernis hat mich gerettet, aber ganz schön gut. Ja, siehst du, das hätte beinahe geklappt. Ja, der durfte sich halt erst bewegen und hat dann geschossen, genau. Das war's schon. Ja, das war's schon. Ich werde auch mal versuchen. Ne, ich komme jetzt mal. Doch, ich komme jetzt auch mit meinem. Ja, aber wie soll man da denn doch? Ich versuche. Wir haben uns ziemlich gut eingebaut. Mit dem Kessellum. Der hat nämlich so einen verrückten Schuss. Ich mache den als Angriffsschuss, den kann man als Angriffs- und Rettungsschuss benutzen. Wenn ich jetzt treffe, dann mache ich nicht nur einen Schaden, sondern ich ziehe den anderen auch zu mir. Mhm. Oh. Mist. Ah, das war nix. Ja, und jetzt bewege ich mich halt. Da hast du dich gut versteckt. Ja, hinter der Säule. Naja, gut. Ich werde trotzdem jetzt meine... die hier aktivieren, die kann auch als Fernschuss, ähnlich wie bei dir, Fernschuss aber ein Feuerschuss, dann bewegen oder Netzschuss. Mhm. Ja, ich kann da wahrscheinlich nichts ausrichten. Kann ein bisschen Schnippen üben. Hm. Einmal die Wand angezündet. Ja, komm nur rüber, genau. Aber ich kann ihn ja jetzt nicht mehr aktivieren, das ist ja nicht so, dass ich direkt einen Gegenschlag ausführen kann. Ich gehe woanders hin. Ich habe jetzt nur noch meine Jägerin, die wird läuft erst und schießt dann. Das ist natürlich gut, weil jetzt versuche ich ganz ein Stück vorzulaufen. Das war zu viel. Das war zu viel, aber gut, dann versuche ich jetzt halt mit dem Bogen. Ich muss hier mal rumkommen. Mit dem Bogen direkt darüber. Und ich kann theoretisch auch 2 Leute übrigens treffen. Achso, darüber. Ich muss kurz nachgucken, ob das auch mit einem Bogen geht. Es gibt auch wieder Waffen, wo eben nur eine Person getroffen werden kann. Hey. Eindeutig einen getroffen und das heißt, der verliert jetzt ein Leben und dieses Leben bekommt sie, ja, weil sie kann jetzt damit eine Fähigkeit aufladen. Jetzt wird es aber gleich schon ein bisschen kompliziert, aber nicht erschrecken. Der Bogen hat halt die Fähigkeit, genauso wie sein grauer Ninja-Stern hier, dass man dieses Aufgeladene auch einem Teamkollegen geben kann und das mache ich gleich. Ich gebe es nämlich der Zauberprinzessin auf die Fähigkeit, lenkt den Zyklon. Okay. Na gut, dann muss ich ja jetzt meinen Marodeur hier, den Formilus, aktivieren. Der hat auch diesen komischen Klauenschuss. Vergiss nicht, du hast natürlich noch deine Rüstung, aber die war ja jetzt einfach nur ein normaler Schaden. Das war ein normaler Schaden, den kann man nur einmal, kann man was abwehren, aber eben auch ein Spezialeffekt, deshalb lasse ich es mal. 2-mal sogar, die wird dann erst beschädigt und dann kommt sie aus dem Spiel. Ja, 2-mal, okay, alles klar. Versuche ich natürlich. Das ist eine ungewöhnliche Schnipfmethode, Herr Hunter. Ja, das ist aber, da hat man mehr Kontrolle. Oh, ganz knapp. Ja, hast du nochmal Glück gehabt. Er muss ein Stück näher kommen. Okay, jetzt was? Ja, jetzt kann ich laufen. Ja, immer ran an den Feind. Ja, okay, ja, jetzt machen wir die halt wieder bereit. Genau, und ich habe angefangen, weil wir spielen auf der Burgheldenseite und es gibt quasi eine Rückseite, das ist dann dein Bereich. Du forderst mich quasi in meiner hellen Welt heraus. Ja, ich glaube, ich kann mir das nicht entgehen lassen, werde direkt wieder die Lara, die Jägerin, aktivieren. Die läuft da erstmal ein Stück rüber noch. Ich weiß, sie geht dann in den Schuss, die kannst du ja versuchen, so neben die Säule zu stellen. Und schießt jetzt wieder mit ihrem Bogen. Hey. Der kommt einfach da wieder rein und wurde wieder getroffen mit dem Bogen. Ja. Kriegst du wieder ein Leben. Krieg ich wieder ein Leben. Ich werde erstmal versuchen, hier mit meinem Attentäter zu kontern. Erst laufen. Ähm.
Und dann, ja, jetzt könnte ich, aber es macht ja eigentlich mehr Sinn, dich mit dem Nimia-Stern zu treffen, ne? Weil ich dafür das auch dann verteilen kann. Ich probiere ich einfach mal. Zack, getroffen! Okay. Ich habe mich nur gekitzelt, aber gut. Nein, ich habe dich richtig getroffen, eindeutig. Ich werde auch die Rüstung noch nicht benutzen. Aber vielleicht. Tja, wohl, was lege ich denn? Wo lege ich denn die Sachen hin? Du hast 2 so 1 vergünstigt dich aufzuladen. Aber dafür, also du hast ja das Pendant zu dem, was ich gerade auflade, ist das hier, umarmt die Flammen. Ja, 2 Nahkämpfe und 2, aber halt nur mit einem Typen. Ja, ich mache jetzt das hier und das ist dann quasi schon aufgeladen, das kann ich dann benutzen, wenn ich den Typ benutze. Genau, ja. Anstelle der normalen Schussfolge sagst du dann, na, jetzt möchte ich bitte hier. Okay, dann bist du dran. Ja, ich mache das sofort. So, Falafel, du bist so weit weg. Nee, wo ist denn mein Roboter? Da. Ich benutze den Kesselum mit seinem Clown-Schuss. Ja, mein Ninja, der hat sich... Das ist wie beim Minigolf, halt so, weißt du, wenn der Ball liegt so 5 cm vom Loch und du stößt so... Das war nix. Einen Tick zu locker an, ja, so ein Mist. Ja, dann muss ich jetzt in Deckung gehen. Oh. Das Deckung ist, ist fraglich. Ja, das ist fraglich. Vor dem einen weggerannt, der anderen in, den, in die Nase. Dann benutze ich jetzt die hier, die Sturmkönigin. Die kann jetzt erstmal, also ich meine, das ist ja... Pass auf, dass du die nicht selber, aber man kann sich leider selber keinen schaffen. Also erstmal, peng, habe ich dich jetzt hier ange... Mit meinem Feuerball krieg ich ein Leben. Das erlaubt es so zu schnitzen. Hier. Nee, warte mal. Dann kriegst du, was hast du angefangen vollzuladen? Na gut, komm, ich gebe dir auch noch eins. Wie meinst du, ach so, willst du? Ich kann ja meine Rüstung anfangen zu benutzen. Ich lade trotzdem das hier auf. Und dann kann ich jetzt den Netzschuss ansetzen hier. Guck mal, ich netze dich erstmal ein. Oh nee. Ich muss mich doch gar nicht bewegen hier. Zack, ja, jetzt eingenetzt. Komm, macht auch einen Schaden. Nee, Quatsch. Ha! Wen hast du eingenetzt? Na, den. Den Kesselum, ja, jetzt bin nur das mit zu viel. Ein Schaden und eingenetzt zu werden, dafür wurden die Rüstungen erfunden. Okay, alles gut. Aber ich meine, hast du jetzt eine Rüstung verloren. Okay, gut, fertig. Ja, ich habe noch meine Zauberprinzessin, aber irgendwie... Wo ist sie denn überhaupt? Hier. Da hinten? Ich glaube, ich möchte noch nicht meine Spezialfähigkeit benutzen, sondern ich werde hier nochmal normal schießen mit meinem Frostschuss. Ja. Ich versuche da wieder. Das hat sich ja gar nicht bewegt. Ja. Ich habe es gar nicht getroffen, sozusagen. Ui, okay. Friendly Fire gibt es zum Glück nicht. Du hast auch noch diesen Netzschuss, ne? Aber vielleicht mache ich trotzdem. Warte, ich war ja nur mein. Aber trotzdem kriege ich ja einen Schaden jetzt, oder? Ne, ja, das war ich selber. Ach so. Ja. Stimmt ja, richtig. Ich wollte dahin schieben. Ah, das hat aber nicht geklappt. Ich laufe jetzt hier mal ein Stückchen vor. Ah, oh, sehr Gott, gut, sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt muss ich natürlich hier auch meinen Marodeur benutzen. Aber die kann nicht mehr drankommen, oder? Nee, die kann nicht mehr drankommen. Ja, der Marodeur, der schießt jetzt erstmal wieder mit seinem... Das ist ja auch so ein bisschen kleiner, ne? Ich mach's das jetzt leichter oder schwerer? Ich weiß nicht. Ich schätze, macht es schwerer. Oh, hier abgebreitet. Ja, dafür ist es da. Aber jetzt darfst du dich ja noch in der Position verbessern. Du stehst immer noch in deinem Stabviertel. Also das ist ja wirklich. Eieiei, ob das klug war. Weil jetzt werden alle wieder entfesselt. Ach so, weil du deine Riesen, deine... Oh, was ist jetzt deine richtige... Und jetzt entfessel ich den Zylon. Die beiden kommen komplett raus. Also es wird, wird eh immer zwangsweise immer weniger. Das ist ähnlich wie hier meine umarmt die Flamme. Zweimal. Jetzt kommt, genau, damit es thematisch richtig ist. Es ist nämlich ein Wirbelwind, auch wenn das, ob wir jetzt mit Feuer, Eis oder Wind und so, aber bei bestimmten Gegnertypen im Dungeon kann das durchaus eine Rolle spielen, jetzt bei uns halt nicht, aber ich fange an mit... Ah ne, es kommt ein Nahkampfangriff zuerst. Boom. 1. Willst du den abwehren? Tja, ja, sonst bin ich ja vielleicht bald schon ganz tot. Ja, ich werde mal sie. Ab. Ja. Jetzt kommt ein Wind. 2 bei ihm. Das wäre ich einfach auch ab. Wärst du auch ab. Jetzt kommt... Der dritte Angriff ist wieder ein Nahkampfangriff. Ja, ciao.
Oh. Ja, gut, einen nehme ich jetzt mal von mir aus. Oh, da kommt er am Ende vom Zug wieder rein, das weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. Ich sehe sicher halt auf sie, weil sie ist ja noch drin geblieben. Oh. Na gut, zwei nehme ich mal. Ja. Fantastisch, das hat sich gelohnt. Und das Gruselige ist... Nee, aber ich mache, das wäre ja auch irgendwie langweilig. Ich mache jetzt mal Ziel erfasst, lade ich jetzt mal auf. Ja, eigentlich halte ich es halt für wirklich sehr, sehr stark, vielleicht zu stark, dass ich, sobald ich ja mit das Ding aktiviere und mindestens zwei Schaden mache, kann ich direkt den Zyklon übrigens, wieder, Zylon, wieder, naja, aufladen. Wieder aufladen. Ich habe es jetzt mal nicht gemacht, um ein bisschen Abwechslung, die anderen Sachen, aber es ist schon stark, glaube ich. Also ich würde jetzt mal den... Ich benutze jetzt auch mal den Hakuri und der benutzt seinen Hochlebe Xaugor Spezialfähigkeit. Da können jetzt alle anderen einmal bewegen und einmal Flamme machen. Also die beiden anderen quasi. Und das bedeutet, ja, die bewegen sich halt einmal und dann einmal Flamme. Mhm. Zack, oh, das ist natürlich jetzt viel zu weit weg gewesen, aber trotzdem ein Schaden. Sie bewegt sich und nochmal Flamme. Oh. Oh, fantastisch, ja, den einen gebe ich dir so. Na gut, okay. Achso, das ist, Entschuldigung, meine Frau. Aber wo kann der jetzt, kommt der jetzt bei denen hin oder bei ihm wahrscheinlich? Wer war das? Naja, es war, er war aktiviert, aber die Spezialfähigkeit hat die andere. Sie. Ah ja, sie, okay. Na gut, das ist ja perfekt, dann hat er nämlich jetzt das auch aufgeladen. Dann hätte ich sie doch nicht gegeben. Naja, aber ein Feuerball kommt wieder raus. Okay, jetzt muss ich mal... Wer war denn bei der? Sie war noch gar nicht dran, gell? Mhm. Ja, dann probiere ich jetzt mal was Ungewöhnliches. Ich mache jetzt mal hier diesen Rettungsschuss. Das habe ich nämlich fast noch nie gemacht. Da kann ich jetzt quasi mich, will ich mich selber treffen. Mhm. Und würde mich dann zurück eben zu mir ziehen. Und dürfte mich dann irgendwo hinschnipsen. Ja? Ja? Jetzt zieht er sie quasi zu sich. Das muss ich nochmal kurz nachlesen, ob das nur beim feindlichen Ranziehen ist, dass man sich dann auch wieder weiterschnipsen darf. Ja, ich glaube beim Retten bleibt die dann, habe ich ihn wirklich zu mir gezogen. Wenn ich den Gegner zu mir ziehe, darf ich den danach halt noch wegschnipsen. Mhm. Okay. Das war er, aber er darf sich ja jetzt noch bewegen. Und er geht so ein Stück davor. Tja, das war natürlich jetzt blöd, weil jetzt kann ich natürlich tatsächlich ihren Angriff nicht benutzen. Ein guter Rettungsschuss. Ihren Angriff nicht gut benutzen. Aber der bleibt ja aufgeladen. Bleibt aufgeladen, ja. Frage ist jetzt, ob ich eventuell... Mal sie kann ich gerade nicht vernünftig benutzen. Du kannst natürlich das Gleiche probieren, ja. Du kannst auch mit ihm versuchen, sie zu retten. Dann liegt sie nachher hier. Ja, ja, ich, ja, ja. Aber ist auch ein schwerer Schuss, ehrlich zu sein. Aber ich glaube, ich versuche das auf jeden Fall mit ihm. Frage ist halt, wo ist jetzt diese, genau. Entweder hole ich sie oder ich versuche dich zu holen. Aber ja, das geht natürlich auch. Hier bin ich und da. Wo ist mein Dritter überhaupt? Ach, da. Sehe ich selber nicht. Probier es einfach mal. Oh, oh, ganz knapp war das. Fantastisch. Jetzt darfst du dich noch bewegen. Ja. Ja, dann versuche ich mich einfach mal zurückzuziehen. Und jetzt kommt meine gute Jägerin, die sich erst bewegt. Aber die steht eigentlich ziemlich gut. Hm. So, und jetzt schießt sie mit ihrem Bogen. Trifft hoffentlich. Sie ist dann. Tischrumlauf spielen. Ja. Das ist definitiv braucht. Okay, willst du das abwehren? Ja, willst ich wehre es mal ab. Zweimal kann man ja abwehren. Ja. Ne? Ja. Okay, ja gut. Dann muss ich ja jetzt sie aktivieren. Ja, es ist leider, habe ich kein Ziel, kein vernünftiges. Machst du einen normalen Schuss wieder? Ja doch, das könnte funktionieren. Es ist halt hier ein bisschen schwierig, auch mit der Technik. Au. Ja, 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 okay. Aber jetzt versuche ich einfach.
Was okay. Wenigstens spektakuläre Abprallschüsse. Ja, das ist ja tatsächlich ein bisschen schwierig mit der Kamera hier. Das ist, man muss man schon sehen, das ist schon das Expertenschnipp-Spiel. Ja. Ich werde jetzt direkt wieder meine Zauberprinzessin aktivieren mit Ziel erfasst. Jetzt dürfen alle, das ist die Spezialfähigkeit von ihr, die zweite, die ich jetzt aufgeladen habe, jetzt dürfen jeder in meinem Team entweder so einen Eisfernschuss machen, einen Eiszielfernschuss sogar. Also einen Eisschuss, wo sie quasi einen Nachschuss haben, wenn sie mich treffen. Okay. Oder so einen Clown-Dingsschuss. Ja. Und ich mache natürlich, ja, ich gebe dir jetzt hier einmal mit ihr markiere ich ihn. Das muss man natürlich vorher anzeigen, wenn man da aus einer Gruppe ist oder so. Ey. Wunderbar, dann erübrigt sich das schon. Na, einen kann ich noch abwehren. Einen kannst du noch abwehren, aber jetzt ist seine Rüstung zerschossen. Das war sie. Sie hat natürlich auch einen. Ich klatsche mich hier rum. Und sie zielt natürlich auf sie. Mhm. Und zwar darf ich, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt von da weiter schießen, wo die Scheibe liegt. Nee, erneut schießen heißt sie einfach. Sicherheitshalber machen wir es jetzt mal so. Okay. Zweiter Schuss, weil es eben so ein Zielschuss ist. Jawohl. Okay, aber den wehre ich einfach auch noch ab. Ich versuche meinen Untergang herauszufinden. Der dritte im Team ist natürlich er. Das ist cool, jeder schießt auf den anderen. Ein super Team-Move, würde ich sagen. Jetzt muss der nur noch auftreffen. Oh, das war schon mal nichts. Zum Glück ist es ein Zielschuss. Der Roboter. Ja, das mit dem Schnippen, es bleibt eine schwierige Wissenschaft. Ja. Na gut, aber steht jetzt auch hier in der Anleitung, durch. Man soll üben. Ja, jetzt, ich war schon wieder neu angefangen, du hättest deine schon entdecken dürfen. Stimmt. Ja, jetzt muss ich ja mal gucken, jetzt muss ich ja wenigstens noch mal einmal irgendwie. Ich habe auch einen Großteil. Ich könnte versuchen. Ich würde vielleicht auch mal netzen sollen. Jetzt kannst du ja, ich werde einfach jetzt versuchen, meine umarmt die Flamme jetzt einfach wenigstens mal. Das heißt, ich kann ja immerhin Nahkampfangriff machen. Kannst ja auch damit zur Bewegung kann ich, nutzen. Ne? Kann ich ja versuchen, sozusagen ranzukommen, auch wenn ich da noch nicht treffe. Ja, okay. Jetzt kriegst du ein Feuer. Feuer. Eins. Ja, da mache ich jetzt auch mal die Rüstung. Umgedreht. Ja, ich wüte hier so in der Mitte rum. Zwei. Der. Drei. Dann tue ich bei ihm mal die Rüstung weg. Drei hast du nochmal den Roboter getroffen. Nochmal getroffen, ja. Dann muss ich dir jetzt eins geben. Okay. Eins hat er mit seinem Rest Rüstung abgewehrt. Und jetzt ist der Roboter rüstungslos. Bei dir ist der Schurke da, der Marodeur rüstungslos. Ja, und sie auch. Sie auch. Ja, ich versuche trotzdem wieder, die Lara macht einfach Jagd auf deinen, Typen da. Läuft ihm erst hinterher und schießt ihm jetzt einen Pfeil an den Kopf. Hoffentlich zumindest. Das war wieder eindeutig. Na wundervoll. Gut. Wundervoll, das war Lara, sie kann das ja wieder, oder Lara, mit zwei R. Sie lädt jetzt mal ihr eigenes, alle auf den Anführer, diesen Hornattacke. Dann. Ich mache einfach den, ich versuche jetzt zuerst abzuhauen, einfach, um mich ein bisschen aus der Schusslinie zu bringen. Und dann schieße ich einfach mit dem. Ja, hab dich erwischt. Fies. Mit dem Schuhrecken. Und der hat nichts mehr. Sehr gut, sehr gut. Das heißt, machst du wieder diesen Ding da voll. Jetzt könnte ich woanders. Ach so, stimmt, jetzt könnte ich wieder den voll machen. Ja, noch habe ich nicht aufgegeben. Ja, ich habe nur noch ihn und er hat auch überhaupt nichts Aufgeladenes. Das heißt, er kann nur diesen Clown-Schuss hier machen, den aber natürlich als Angriff. Sie hat auch keinen Schutz, gell? Nee. Sehr gut. Schaden, das zieht zu mir und ich darf jetzt quasi einen Schnellschuss mit deiner Scheibe ausführen. Um mich weg zu katapultieren. Ich weiß gar nicht, aber so ein bisschen mehr in die Mitte. Okay. So, den Schaden, wo hat, den kriege ich, also hier.
Das war der Herr Roboter, der Kesselum. Wollen wir hier, dass die ganze Truppe einen Nahkampfangriff bekommt. Ja, es wird ernst, mein Freund. Ja, ich habe auch nur noch den. Der hat auch nichts. Aber ich habe auch nur noch 3 Leben, aber ich habe noch ein bisschen mehr Rüstung als du, glaube ich. Der Zack. Roboter halt Ach nur so, 3. halt, 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 falsch, falsch. Sorry, zurück. Ich kann dir gar nicht. Ich muss ja erst den Fernschuss machen. Entschuldigung. Ja, man muss natürlich dann halt auch die irgendwie in Sicherheit bringen, die keine Rüstung mehr haben, wenn es hart wird. Oh! Und der hat aber noch Rüstung. Na gut, dann kann er einfach. Er Das versucht war nur eine einfach. Bewegung jetzt, Ja, das war gell? eine Ja. Bewegung. Das sieht man halt, eine Bewegung Ja, macht aber keinen Schaden. diese kleinen sind noch schwieriger, finde ich, weil die Ja, so die kleinen sind. wenig. Und dann gibt es halt auch so Ja. richtig große, ja, später. Das sind alle benutzt. Wir machen alle wieder bereit. Ja, und ich muss es jetzt probieren. Ich aktiviere den Kesselum und der aktiviert mir nach. Und dadurch bekommt jeder einen Nahkampfangriff von meinen Figürchen. Oh, es war gar nicht so klug, weil sie liegt am Ende der Welt. Aber ich hoffe natürlich, dass die Zauberprinzessin. Okay. Ah, das war natürlich gut. Noch ein Leben. Eieiei. Das war die Dame hier. Ich bin mir da nämlich sicher, ich glaube nämlich, dass das machen wir jetzt einfach mal so, lass der natürlich erst am Ende wieder rein, weil sonst Ach könnte ich so, ja. Ich bin mir da ja. nicht sicher, ich habe es jetzt auf Ja. Anhieb nicht gefunden. Aber du Ich hast gebe eh dir hier noch mal eine dieses andere Möglichkeit. Gnadenbrot. Wobei hier, der ist noch geschildert. Der ist noch geschildert, ja. Aber er nicht. Er nicht, Jetzt ja. versuche ich mit ihm auf ihn zu Ja. schießen. Das ist er nicht. Eieieiei. Das war, ich habe auch die rechte Hand genommen. Ich dachte, so einen kleinen Schuss werde ich ja wohl mit rechts Jetzt hinkriegen. sie halt. Ja, das ist natürlich jetzt die Jetzt versuche Frage. ich einen krassen Bandenabprall-Trickschuss. Das klappt Ja. nicht. Na gut, das heißt, ich habe noch eine Chance, es dir heimzuzahlen, indem ich nochmal umarmt die Flamme mache mit meiner. Der hat jetzt nochmal 4 Angriffe. Wer hat bei dir kein Schild? Der komische Roboter. Aber sie ist da unten. Das ist natürlich blöd. Also erstmal kann sie. Erstmal Nahkampfangriff. Oh komm. Fernkampf. Zack. Sie. Wer war das? Das war die Sie Elfin. ist sehr Ja. gut. Dann nochmal Nahkampf. Ui, ui, ui. Oh, du bist hier dagegen, gell? Ja. Ach, dann kommst du da wieder rein. Ist doch gar nicht. Jawohl, vielleicht kommen wir noch sofort wieder rein. Na, ist Zack. egal, es ist auf jeden Fall noch ein bisschen spannender. Ne? So, ja, das war's aber. Bitte gerne posten, wer es weiß. Ich muss selber noch mal nachlesen. Hätte ich jetzt, wäre Hunter sofort wieder reingekommen und ich hätte ihn Ja, quasi gleich dann wäre ich totschnitzen wahrscheinlich da schon können. tot gewesen. Aber ich Aber glaube, so ich bin bleibt ja die jetzt Spannung tot. erhalten. Das waren deine 4 Angriffe. Weil, ja, das war's leider. Wer ist ungeschützt bei Der mir? da, Der hier, der gell? da. Ja, dann tue ich jetzt halt mit der Lara. Ah, ne, ich mach's auf Nummer sicher. Also ich aktiviere sie, aber sie macht alle auf den Anführer. Ist nämlich noch aufgeladen. Jetzt dürfen die beiden einen Eiszielangriff machen. Aber ich glaube, der wird kaum nötig sein, oder? Na gut, ja, okay. Ja, es ist es, aber das ist natürlich, ja. Ja, also mir gefällt es natürlich sehr. Es ist das thematischste Schnipsspiel. Es ist ein Schnipsspiel mit vielen verschiedenen Schussarten. Was wir jetzt hier in dem Teammodus kennengelernt haben, ist ja sozusagen die Spitze des Eisberges, das da das Katakomben-Schnips-Universum zu bieten hat. Also wenn man Schnipsspiele mag und ansonsten sind halt, und ich mag sie gerne, aber es sind halt fast alle Schnipsspiele, das liegt zwangsweise in der Natur der Sache, eher Familien. Naja. Angelegenheiten und es ist auch familientauglich, weil es war jetzt wirklich nicht, es ist ja nicht schwierig in der Ausführung. Es gibt halt einiges zu lernen, mit was machen es hier, wie, wo, was, unterschiedliche Schüsse, wann, wie, wo genau. Aber da liegt ja dann auch langfristig der Reiz, dass man da dann immer tiefer gehen kann. Sich andere Fähigkeiten, was wir hier genommen hatten, war ja einfach die vorgeschlagene Auswahl. Das heißt nicht gezwungen, dass ich mit der Zauberprinzessin mit den beiden spiele, sondern ich könnte mir auch hier irgendwelche anderen Fähigkeiten noch aussuchen. Ja, und da gibt es natürlich, wenn man im Katakomben-Modus spielt, um dann gegen den Dungeon Lord sozusagen antritt, der auch von einem Spieler verkörpert wird. Gibt es natürlich für diese einzelnen Monster sozusagen ja auch so Karten mit bestimmten Schussfolgen. Ja, Ja, das ist dann nicht reizvolle ideal, aber. Angelegenheiten, sehr, sehr cooles Material, sollten auch mal erwähnt werden.
Die Scheiben muss man natürlich am Anfang selber bekleben, aber auch dafür gibt es eine genaue Anleitung, dass man da eigentlich nicht viel falsch machen kann. Also sogar ich habe es hinbekommen, die Scheiben richtig zu bekleben. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, und ich mag, das habe ich aber eingangs auch schon erwähnt, ich mag tatsächlich diesen charmanten und irgendwie unverwechselbaren Grafikstil. Ich weiß nicht, das ist, hat irgendwie, finde ich, total was. Ja. Was Gefällt mir mir aufgefallen sehr ist, gut. wenn einem die Hände, wenn man kalte Hände hat, so wie jetzt in der Jahreszeit, dann ist Schnippspielen noch mal deutlich anspruchsvoller. Man muss eigentlich Hände aufwärmen, so wie bei Klavierspieler, so vorher in warmes Wasser tauchen, damit man nicht. Ja, das stimmt, ja. Ist so. Ja. Und auch das hier, ich meine, das ist wirklich eins der wenigen Schnippspiele, wo es tatsächlich der Rahmen mitgeliefert wird und Das man ist wirklich wirklich eine gute kein Eigenschaft. einziges Mal Unterm Tisch auf kriechen dem Tisch muss. rumkriechen muss. Ja, wirklich Auch gut, das ja. macht es quasi. Also ein, kann man ja sagen, ja, weißt du, die Kennerspieler, die wollen nicht mehr unter den Tisch Nee, 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 nee. kraxeln. Das ist für so Ja. ein Kids-Party-Game, ist das in Ordnung, wenn da irgendwas unter den Tisch kullert. Aber hier, nee, das finde ich auch sehr cool. Das gibt es allerdings in Katakomben. Natürlich auch diese Randbegrenzung. Ja, das war Katakomben und Kastelle. Ich gelobe Besserung. Katakomben wird auch demnächst irgendwie irgendwo bei uns auf dem Kanal präsentiert in irgendeiner Form. Und bis dahin freue ich mich, wenn ihr, freuen wir uns, wenn ihr zuschaut, über Kommentare, über den Daumen hoch. Und vielen Dank, falls ihr bereits Unterstützer unseres Formats seid. Falls nicht, denkt doch mal drüber nach. Unten ist der Link zur Patreon-Seite, da könnt ihr euch das Ganze mal näher anschauen. In diesem Sinne, wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal. Bis dahin, Bis mach's dann. gut, tschüss. Tschüss.